Du kannst einen Spaziergang machen, entlang der alten Straße gehen und ich sehe die Fähre untergehen. Die Szene ist so schön wie ein Aquarellgemälde, das Grün der Natur bewahren. Wenn man die umliegende Landschaft betrachtet, es dauert ziemlich lange. So sieht die Umgebung aus. Als ich sie sah, Sie können einzigartige Reize erleben von diesem Sam Mark E. Oldroth. Nachdem ich ein wenig gelaufen bin, du kannst treffen eine Kinderstatue aus Stein gemacht. Er scheint uns willkommen zu heißen mit beiden Händen, anhalten während der Arbeit. Und wenn sie noch ein wenig weitergehen, ich kann eine Mineralquelle mit Kürbis sehen. In Korea, den Kürbis halbieren, die Leute benutzten es als Werkzeug, mit dem sie Wasser trinken können. Den Kürbis sehen, vielleicht bekommst du einen Einblick in die Weisheit. Welche koreanischen Vorfahren hatten? Gemächlich, der Kürbis zittert. So einen Kürbis haben Stadtmenschen und Westler noch nie erlebt. Für sie könnte es also etwas Sehenswertes bieten. Das Merkmal der San Mark E. Oldroth ist, dass es fast keine gibt künstliche Strukturen. San Mark E. Oldroth zeigt uns natürliche Landschaften und gibt uns einen tiefen Eindruck. Es ist sehr schwer zu finden die Bequemlichkeit und Pracht des Vergnügungsparks wir erleben an berühmten Touristenattraktionen. Bei einem Spaziergang entlang der San Mark E. Oldroth wir können genug Zeit zum Nachdenken genießen über Erinnerungen an die Vergangenheit und Vorstellung von der Zukunft. Wanderwege, die nicht leicht zu begehen sind und breiter See seitlich sorgt dafür, dass sie sich ruhig und friedlich fühlen. Das Merkmal der San Mark E. Oldroth ist, dass es fast keine gibt künstliche Strukturen. San Mark E. Oldroth zeigt uns natürliche Landschaften und gibt uns einen tiefen Eindruck. Es ist sehr schwer zu finden die Bequemlichkeit und Pracht des Vergnügungsparks wir erleben an berühmten Touristenattraktionen. Bei einem Spaziergang entlang der San Mark E. Oldroth wir können genug Zeit zum Nachdenken genießen über Erinnerungen an die Vergangenheit und Vorstellung von der Zukunft. Die Schönheit der Berge, des Wassers und der Wälder entlang des alten Bergpfades ist ein Ort, der als Höhepunkt von Göschern angesehen werden kann. Gösendamm. Der erstmals Anfang 1957 fertiggestellt wurde, die Verwendung rein koreanischer Technologie ist symbolisch, es ist zu einem Stolz der Region geworden. Noch wertvoller ist das Gebiet rund um den Damm, weil es ein unbeschädigtes natürliches Ökosystem bewahrt. Wanderwege, die nicht leicht zu begehen sind und breiter See seitlich sorgt dafür, dass sie sich ruhig und friedlich fühlen.